Sauber, super, du hast eins erwischt. Gucken, was hier noch so ist. Ach so, und das scheint einer zu sein. Das ist der Ausgang für gleich. Ich suche noch so ein bisschen. Gucken, ob da oben noch was ist. Den können wir schieben, oder? Sauber. Dann will ich das nämlich als Erhöhung mal dafür benutzen. Also ich kann euch jetzt schon versprechen, ich werde in diesem Let's Play viel ausprobieren, bevor ich die Hauptlösung, die offensichtlichste Lösung mache. So wie jetzt auch. Heißt hier erstmal hochgehen und gucken. Wow. Verdammt. Ziehen wir das mal hier weg. Wir können hier hochlaufen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aha. Unlocked. Alter, geil, ich habe ein Versteck oder irgendwie sowas gefunden. Alter, geil. Sauber. Nein, okay, lassen wir das. Können wir auch da mit Sicherheit hoch, oder? Auf jeden Fall habe ich was gefunden. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder nach unten und machen, glaube ich, mal das Offensichtliche. Auch wenn das Gucken anscheinend sehr viel bringt. Also, was Unlocks und sowas angeht. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht gleich selber runterfalle. So. Aber jetzt gehen wir erstmal zum... Wie heißt das? Zu unserer Rakete, die wir hier irgendwo noch liegen haben. Ich meine hier vorne. Ich finde die Musik richtig gut. So, und hier sind jetzt unsere Raketen. Die holen wir uns mal eben. Her damit. Sauber. Was für... Achso, jetzt können wir das hier probieren. Sauber. Da vorne können wir es auch nochmal benutzen. Sauber. Und jetzt auf zu dem Ausgang hier. Ich habe ja schon so einige Ausgänge gesehen. Und das scheint einer zu sein. Sollte ein leichtes sein, da hochzukommen. Das sehen wir jetzt, ob das so ein leichtes ist. Wartet mal. Ein einziger Schnitt und das müsste jetzt eigentlich gelöst sein. So, das reißen wir mal hier runter. Boah, richtig gut. So, und jetzt müsste es eigentlich passen. Bin mal gespannt. Nein. Warte mal. Verdammt. Verdammt! Ich muss doch noch einen zweiten Schnitt benutzen, das gefällt mir aber nicht. Warte mal. Ne. Muss ich wohl noch einen zweiten Schnitt machen.
komme einfach hier auf den zweiten. Warte mal. Rennen kann ich hier nicht, oder? Dann halt kommt. Machen wir das Ganze mal eine Etage kleiner. So. So, und natürlich passt das dann auch nicht. Ah, ja. Ich hab gehofft, wir könnten das mit so wenigen Schnitten wie möglich machen. Okay, so geht's auch. Dann feuern wir die halt dahin. Sauber. So geht das auch. Ja, so. Erste Level ist noch so ein bisschen zum Reindenken. In die ganze Spielmechanik. Wir brauchen unbedingt, Hallo? Das geht jetzt wieder nicht, oder wie? Warte mal, das ist doch ein Third-Person-Spiel. Nein! Ja, ihr merkt schon, viele Fails sind wieder vorprogrammiert. Ich bitte das zu entschuldigen. Wenn es euch stört, dann ist das halt so. Warte mal. Vielleicht klappt das aber mit der... Ich habe mich da jetzt schon wieder mit dem zu frühen Schneiden in eine Sackgasse befördert. Und ich will das Level natürlich nicht... Also langsam ist aber auch mal gut. Meine Herren. Ja, das sollte gerade nicht passieren. Jetzt kann ich schon bald hier drüber da hochklettern. Sollte ein leichtes sein, hier hochzukommen, ne? Wir kriegen das aber schon hin. Hoffe ich mal. Hä? Wir sind doch vorhin hier hochgekommen. So. Sag mal. Ich fühle mich gerade so ein bisschen... Ja, das war jetzt eigene Schuld, aber... Mal kurz gucken. Ich habe das Gefühl, ich muss das Level echt nochmal neu machen. Oh, oh, oh. Ich habe mich echt schon hier ins Aus barrikadiert. Verbarrikadiert. Das ist nicht gut. Nicht gut. Dann müssen wir halt erneut versuchen. Gefunden Rocket, ja. Ah, das ist so peinlich eigentlich, dass ich das jetzt nochmal neu machen muss. Ach, so geht das dann. Sauber. Man sollte sich auch mal ein bisschen... Wow, hab ich mich erschrocken. So, jetzt machen wir das vernünftig. Ich entschuldige mich erstmal an dieser Stelle. Ja, 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 das hatten wir schon. So.
Wow. So. Jetzt müssten wir da hochkommen. Nicht euer Ernst. Hammer. Komm, 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 Rakete. Komm, Rakete, du schaffst das. Sauber. So, und jetzt müssten wir es auch hinkriegen. So. Ich glaube, ich hab's echt schon wieder verhauen. Das kann ja noch ein Erlebnis werden. Wenn wir jetzt hier schon so früh im Spiel meine Probleme habe. Warte mal, das kriegen wir aber noch hin. Sauber! A Boring Stone! Und wir haben es gepackt. Bis hierhin habe ich auch in meinem ersten Run, also in meinem ersten Anlauf, wo ich das Spiel angetestet habe, gespielt. So, aber jetzt erstmal Tiny sagt, ich nehme an, das ist das Ziel meiner Reise, was? Schöne Aussicht. Aber ganz schön hoch. Wie zur Hölle soll ich da herunterkommen? Komm, lass mich dir helfen. Also ich trete uns in den Arsch. Tja, drücke eine Taste. Das ist jetzt unsere Abrechnung. Zeit 17 Minuten. Oh, 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 man kann das eigentlich in 5 Minuten schaffen. Boah, ich freue mich schon richtig auf, wie viel ich mit Sicherheit geschrieben bekomme. Wie schlecht ich bin, ist mir aber auch egal. So. Aber ich glaube, ich mache hier gleich erstmal einen kleinen Schnitt und gucke, wie die Aufnahme so geworden ist. Ist halt ein neues Projekt und da gucke ich meistens nach dem ersten Part mal, wie das ganze Größenverhältnis und so ist. Ha, sauber. Oder vielleicht sind es auch schon 2 Parts. Ich weiß ja nicht, wie lange ich schon aufnehme. 17 Minuten für das erste Level. Boah, der zweite Level mit Sicherheit noch. Au, au, au. Aber mir macht das Spiel wirklich Spaß. Also die Möglichkeiten, die man alleine hat. Gut, man kann sich auch leicht alles verbauen. Das habe ich jetzt auch schon gut mitbekommen. Ach du Heiland. Oh. Aber erstmal ein großes Lob an die Entwickler für dieses physische Meisterwerk, würde ich bald schon sagen. Oh, war ja, fast hätte es mich erwischt. Mal wieder. Das war Big, oder? Denke ja, hat dich ganz schön in den Hintern getreten, was? Wenn du den Berg wieder hochkommst, kriegst du bestimmt eine Chance auf Rache. Brille an und los, auf geht's, Jungs. Aber ich sag erstmal, ja, danke fürs Zugucken. Kann man hier speichern? Ich glaube nicht, das speichert, glaube ich, am Ende jedes Level, jeden Levels. Ah, ich freue mich schon so richtig, was jetzt noch so in diesem Spiel kommt. Alleine die Möglichkeit, komm, ich hat mit Sicherheit eh gespeichert. Alleine die Möglichkeit, hier einfach wirklich alles zu zersägen. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Das ist... Oh, mir macht das richtig Spaß. Ich habe mich richtig auf dieses Spiel gefreut. Die ganzen Trailer dazu, ich... Oh! Aha! Alter! Wartet mal. Sauber. Gut, ich bedanke mich nochmal. Try again. Ich bedanke mich nochmal fürs Zugucken und wir sehen uns demnächst wieder bei Tiny and Big in Grandpa's Leftovers. Ich glaube, ich nenne es dem erstmal nur Tiny and Big. Ist erstmal leichter zu in Titel zu schreiben oder beziehungsweise zu sagen. Tschüss.